Also als erstes kam die Begeisterung fürs Fahrrad natürlich. Wir haben Schindelhauer Bikes 2008 gegründet. 2009 haben wir dann die Marke Schindelhauer ins Leben gerufen. Mit wir meine ich Manuel, Martin, Stefan und ich. Mein Name ist Jörg Schindelhauer. Wir haben uns während des Studiums kennengelernt, haben uns sehr stark mit Automotive-Themen beschäftigt zu der Zeit. Und als dann 2008 die Finanzkrise einsetzte, waren im Prinzip die Projekte, die wir damals verfolgt haben, nicht umsetzbar. Und wir haben uns dann überlegt, was können wir alternativ machen. Wir als Gründerteam, wir waren alle fahrradbegeistert. Der eine mehr im Sportiven und der andere halt wirklich mehr in dem Bereich, okay, ich fahre halt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich sag mal, diese urbane Mobilität, das war im Prinzip ein sehr gemeinsamer Konsens, dass das ein Thema ist, was auch noch nicht so stark bespielt worden ist in der Qualität. Ein City-Trekking-Fahrrad, klar, das kannte man, aber das hatte ja nichts mit Ästhetik zu tun, es hatte nichts mit Design zu tun. Das war alles sehr, sehr im Praktischen, aber nicht im Ästhetischen. Und ich glaube, da haben wir mit unserem Ansatz eine Lücke geschlossen. Unser Designansatz war immer so geartet, dass wir das Fahrrad um den Zahnriemen drumherum entwickeln. Uns war wichtig, dass die Kraftübertragung immer über den Zahnriemen stattfindet. Dann war es uns wichtig, dass das Fahrrad eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Und das hat nicht immer was mit Retro zu tun, aber es gibt einfach Retro-Elemente, die eine gewisse Zeitlosigkeit haben, wie zum Beispiel so ein Brooks-Sattel. Polierte Anbauteile, auch so eine verchromte Gabel, wie es halt in den 80er und 90er Jahren eigentlich gemacht wurde. Die haben was von einem Oldtimer, da gibt es eine Faszination zu. Und ich glaube, so diese automotive Faszination, die in uns ja auch schlummerte und immer noch schlummert, hat uns auch dazu gebracht, solche Design-Elemente aus der Zeit dort mit einfließen zu lassen. Das waren alles so Designelemente, die war da ganz vorsichtig um den Aluminiumrahmen herum, der ja eigentlich nicht so zeitlos ist, drumherum gebaut haben. Und so hat man im Prinzip nachher ein Fahrrad, was von der Technologie her absolut state of the art ist, aber trotzdem mit einer gewissen zeitlosen Ästhetik. Als wir dann das erste Fahrrad aufgebaut haben, da waren wir uns auch schnell einig, dass das ein sehr guter Typus eigentlich ist, um sich in der Stadt fortzubewegen. Es war super leise, super direkte Kraftübertragung. Das Fahrrad selbst war aus Aluminium, also auch super leicht und wendig und kurzen Radstand. Das war auch das erste Fahrrad, wo auch dann mal ein Schindelhauer-Logo schon draufgeklebt wurde. Und das war im Prinzip auch ein Siegfried. Das Rad wurde schon für Commuter konzipiert, aber für Leute, die halt wirklich dieses Puristische auch mögen. Und für Leute, die auch Spaß an der Ästhetik haben. Wir haben uns überlegt, wie könnte man jetzt dieses Modell Siegfried, was ja zum Kern unserer Marke gehört und eigentlich auch das ikonischste Modell ist, was wir in der Range haben, wie könnte man dieses Modell nochmal auf die Spitze treiben? Es ist alles schon sehr, sehr gut ausgearbeitet. Ich meine, es hat jetzt auch fast 15 Jahre Entwicklung hinter sich und hat sich ja natürlich im Detail immer weiterentwickelt. Aber trotzdem unterliegt man auch bei so einem Modell immer einer gewissen Einschränkung, die eine Serienproduktion mit sich bringt. Genau diese Einschränkungen, die wollten wir im Prinzip umgehen und haben dafür diese Edition Super Refined geschaffen. Ja, Super Refined, wofür steht Super Refined? Ins Deutsche übersetzt, stark verfeinert oder veredelt. Ich bin Sebastian Tegel. Und das wäre der Weg, ein Serienprodukt so zu modifizieren oder so zu überarbeiten, dass es dementsprechend einen Status bekommt, der in der Serienfertigung nicht zu erreichen ist. Das hat halt im ganz Konkreten bei Siegfried bedeutet, wie können wir ohne das Design, ohne die Erscheinung zu verändern, das Bike noch leichter, noch besser, noch kompromissloser gestalten. Da haben wir im Prinzip mit diesem Super Refined Ansatz viele, viele Optionen identifizieren können am Bike, wo wir Sachen noch besser machen konnten und weniger Kompromisse eingehen, eigentlich fast keine. Besonders bei diesem Super Refined Konzept ist auch, dass wir einen sehr ganzheitlichen Ansatz in der Entwicklung gewählt haben. Wir haben im Prinzip das Team aus den nerdigsten unserer Fahrrad-Nerds in der Firma zusammengestellt und haben geschaut, okay, wer hat wo Kompetenzen und haben gebrainstormt, was kann man hier besser machen.
Die Prämisse war eigentlich immer, gibt es eine leichtere Option, gibt es eine schönere Option oder können wir das vorhandene Bauteil, was schon sehr, sehr gut ist, durch Handarbeit, durch Polieren, durch Abschleifen noch schöner machen. Das Herzstück des Siegfried Super Refined ist natürlich der Rahmen des Schindelhauer Siegfried. Es ist auch ein Standardrahmen, so wie er auch in den Serienrädern verbaut wird. Mit dem Unterschied, dass wir hier alle Schweißnähte, alle sichtbaren Schweißnähte des Rahmens manuell durch Schleifen geglättet haben. Das ist wirklich eine extrem aufwendige Arbeit, die Schweißnähte so zu verschleifen, wie wir es jetzt gemacht haben. Man muss da auch sehr viel Fingerspitzengefühl mitbringen, um auch wirklich nur die Schweißnaht zu bearbeiten und nicht in die Rohre reinzuarbeiten, weil das könnte schwere Folgen haben, weil man im Prinzip dadurch das Rohr auch schwächt. Man muss da sehr, sehr konzentriert und sehr, sehr fein dran arbeiten, um das hinzubekommen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Arbeit, es dauert sehr, sehr lange. So eine Montage von so einem Super Refined Fahrrad nimmt mehrere Tage in Anspruch, nur um das mal so ein bisschen einzuordnen. Jedes Fahrrad wird von null, vom rohen Rahmen aufgebaut. Es ist wirklich sehr viel Handarbeit und auch sehr viele Hände auch involviert. Also man beginnt natürlich mit den wichtigen Teilen, die man auch in Szene setzen will. Das sind bei unseren Rädern die Antriebskomponenten. Das sind sehr wichtige Komponenten, die wir auf jeden Fall überarbeiten wollten. An dem Zahnriemen haben wir nichts verändert. Wir haben auch kein Sondermodell ähnliches gewählt, weil wir ganz gern das grundlegende Erscheinungsbild des Schindelhauer Siegfried erhalten wollten. Für die Gates Carbon Drive Komponenten haben wir die Auswahl getroffen, dass wir die hintere Riemenscheibe unangetastet lassen. Für die vordere Riemenscheibe mit insgesamt 60 Zähnen, so wie sie auch Standard ist am Schindelhauer Siegfried, haben wir uns dazu entschlossen, diese zu entelloxieren, das heißt die Oberfläche aus schwarzem Eloxal chemisch zu entfernen und dann die Riemenscheibe manuell aufzupolieren. Der Wunsch und das Ziel des Projekts Siegfried Super Refined war auch für uns als Antrieb, möglichst viele Teile an dem Rad zu haben, die extrem hoch poliert sind. Dafür musst du Bauteile, die eloxiert sind, erstmal enteloxieren. Das heißt, auf rohes Aluminium bringen. Zum Enteloxieren von Komponenten aus Aluminium benötigt man eine Chemikalie, Natriumhydroxid, NaOH. Das Natriumhydroxid und das Wasser bilden eine stark alkalische Lauge. Und diese Lauge entfernt das Eloxal und den Färbstoff. Und am Ende bleibt ein rohes Aluminiumteil übrig. Don't try this at home. Das wäre vielleicht noch ein guter Hinweis. Die Riemenscheibe zu enteloxieren mit einem chemischen Prozess geht relativ schnell. Der anschließende Polierprozess war wieder genau wie bei der Kurbel sehr aufwendig. Wir haben die Shimano Dura-Ace Kurbel für den Antrieb gewählt, weil sie zum einen deutlich leichter ist als die Standard Shimano Alpine oder Alfine Kurbel und gleichzeitig auch noch mit den Gates Carbon Drive Komponenten kompatibel ist. Das ist eine Kurbel von 2008, die halt hohl geschmiedet ist, damit sehr, sehr leicht ist. Diese Kurbeln waren auch extrem schwer zu bekommen. Da sind wir auch die Extrameile gegangen und haben in Großbritannien einen Händler ausfindig gemacht, der noch original verpackte Dura-Ace-Kurbeln von 2008 lagernd hatte und die konnten wir ihm abkaufen. Und da das Finish immer noch nicht richtig gepasst hat, musste man die dann auch nochmal nachbearbeiten und haben dann wirklich von diesen fast 15 Jahre alten Kurbeln die Oberfläche abgeschliffen, auf Hochglanz poliert. Ja, wir müssen zugeben, dass wir das Original-Finish der Dura-Ace entfernt haben, was sehr aufwendig war, weil es gibt keine Aufzeichnung darüber, welche Oberflächenveredelung für die Shimano Dura-Ace-Kurbeln aus der Serie verwendet wurde. Somit stellte sich die Frage, ob wir es chemisch behandeln können oder mechanisch, und am Ende blieb nur der mechanische Weg. Es waren allein für eine Kurbel mehrere Stunden Zeitaufwand, um allein die Oberfläche so vorzubereiten, dass wir sie aufpolieren können.
Wir haben das Ganze noch mit deutlich hochwertigeren Lagern eingebaut. Das Innenlager haben wir von einem befreundeten Hersteller, von Norbert Köhn, Reset Racing, weil es optisch extrem clean ist. Beim Antrieb sind wir auch natürlich an die Pedale gegangen. Wir haben unser Schindelhauer-Pedal gewählt. Allerdings ist es mit einer Titanachse ausgestattet. Die Laufräder am Siegfried Super Refined sind auch komplett überarbeitet worden. Das heißt, mit der Serie haben sie eigentlich nichts mehr gemein. Es sind natürlich immer noch Felgenbremslaufräder, weil wir eine Felgenbremse an dem Fahrrad haben, aber ansonsten haben wir alle Komponenten getauscht. Felgen am Siegfried Super Refined sind tubeless ready. Sie sind etwas breiter in ihrem Maß und sind extra für die Siegfried Super Refined in dem Oberflächenfinish hergestellt worden. Was die Laufräder in ihren Einzelteilen betrifft, haben wir Naben von dem Hersteller Akros aus Süddeutschland ausgewählt, weil wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben und weil es einfach Naben sind, die sehr leicht gebaut sind. Und es gibt diese Naben als Single-Speed-Nabe. Wir haben die Akros-Naben enteloxiert. Die Naben selbst kannst du für das chemische Enteloxieren natürlich nicht zusammengebaut lassen. Sie müssen zerlegt werden. Das bedeutet bei den Akros-Naben, die Achsen herauszubauen und die Kugellager herauszuziehen und wieder einzupressen, nachdem der ganze Poliervorgang abgeschlossen ist. Für den Laufradbau haben wir uns dazu entschlossen, nicht auf runde Speichen zu gehen, sondern auf Messerspeichen. Das sind die Sabim CX Ray. Es ist eine sehr leichte Speiche, abgeflacht, optisch etwas anderes als runde Speichen, gleichzeitig aber auch sehr dauerstabil und hochwertig. Wir haben diese Speichen nicht nur in die Laufräder gebaut, wir haben sie auch vorher noch so bearbeitet, dass wir die Speichenköpfe manuell geschliffen und aufpoliert haben, sodass sich mit den auf Hochglanz polierten Naben von Akros ein Gesamtbild ergibt, was super shiny ist. Wir sind für Siegfried Super Refined auf Tubeless gegangen, um einfach den Schlauch noch wegzulassen und außerdem den Continental Grand Prix 5000 verwenden zu können, weil es optisch dem Schindelhauer Siegfried am nächsten ist, aber ein sehr hochwertiges Produkt aus dem Hause Continental ist. Um an vielen Stellen auch nochmal Gewicht einzusparen, wendet man sich auch den Schrauben zu. An der Hinterradachse und an der Vorderradachse haben wir Titanschrauben verwendet anstelle von Stahlschrauben. Und gleichzeitig sind wir dann auch noch über das gesamte Rad gegangen und haben nachgeschaut, wo lassen sich auch noch Titanschrauben safe, also sicher, verwenden. Das war bei uns an der Sattelklemme der Fall, an dem Vorbau der Fall und an der Lenkerklemmung. Der Siegfried Super Refined kann natürlich auch gefahren werden. Wenn man ihn fährt, muss man ihn auch bremsen können. Also mussten wir auch Bremshebel dementsprechend anpassen, so dass es auch eine Siegfried Super Refined würdig ist. Wir sind da fündig geworden bei Ridea, ein kleiner Hersteller aus Taiwan, der sehr leichte Bremsen und Bremshebel fertigt. Diese sind CNC gefräst aus Aluminium und haben Titanschrauben. Da wir am Siegfried Super Refined an jeder Komponente etwas ändern oder austauschen wollten, sind wir natürlich auch an die Gabel gegangen. Nur was tauscht man oder ändert man an der Gabel, für die es eigentlich keinen Ersatz oder Alternativprodukt gibt? Man überlegt sich, was ist das Ziel des Rades? Wird es gefahren? Wird es voll ausgestattet? Ich denke nicht. Also konnten wir uns dazu entscheiden, die Schutzblechaufnahme dementsprechend zu entfernen. Der Steuersatz ist das Standardteil. Die einzige Komponente, die wir am Steuersatz geändert haben, ist die A-Head-Kappe. Die A-Head-Kappe ist eine Eigenkonstruktion von uns aus dem Haus. Das hat der Manuel gemacht. Und das Besondere an dieser A-Head-Kappe ist, sie ist einteilig. Das heißt, sowohl der Deckel als auch das M6-Gewinde, welches sich in der Gabelkralle einschraubt, sind aus einem Teil Aluminium-CNC gefräst.
Um diese A-Head-Kappe verwenden zu können, muss man sie schrauben oder drehen können. Und dafür hat Manuel an dem Deckel der A-Head-Kappe zwei seitliche Bohrungen gesetzt, sodass man sie mit zwei Metallstiften greifen und drehen kann, um das Lagerspiel einzustellen. Für die Komponenten, die der Fahrer berührt, sprich Lenker und Sattel, haben wir Änderungen beschlossen, aber sind zum Beispiel bei dem Standardlenker geblieben, weil der in dem Finish und der Breite und der Form eigentlich auf dem Markt keine Alternative bietet. So konnten wir bei unserer eigenen Komponente bleiben. Der Vorbau ist von der Marke Ritchie und ist von uns nochmal an der Oberfläche bearbeitet worden und aufpoliert worden. Was die Sattelstütze anbetrifft, haben wir ein Produkt gewählt, welches nochmal ein Stück weit leichter ist und auch über eine andere Art von Sattelklemmung verfügt, die optisch nochmal einen anderen Weg geht. Der Sattel am Siegfried Super Refined wirkt optisch erstmal wie der Standardsattel vom Schindelhauer Siegfried. Allerdings ist es ein Brooks Swift mit Titangestell. Bei dem Sattel, das ist eine ganz besondere Geschichte eigentlich. Diesen Swift Titanium, den gibt es so nicht mehr. Wir hatten noch einen im Lager liegen, aber Brooks stellt den eigentlich nicht mehr her. Wir hatten Glück, wir haben nochmal Titangestelle in Italien ausfindig machen können, die wir aufgekauft haben. Und jetzt ist es so, dass wir diesen Sattel uns von Brooks nochmal herstellen lassen. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine sehr exklusive Geschichte, dass genau diese vier Sättel nur für diese Fahrräder produziert worden sind. Ein streng limitiertes Editionsmodell wie der Siegfried Super Refined muss natürlich auch gekennzeichnet werden, um als solches identifiziert zu werden. Die Ausfallenden des Siegfried Super Refined wurden auch hier entelloxiert, hochglanzpoliert und anschließend wurde durch ein elektrochemisches Ätzverfahren ein neues Logo aufgebracht. Wir haben nicht nur die Ausfallenden genutzt, sondern auch gleichzeitig am Rahmen selbst ein weiteres Logo geätzt, weil es ein besonderes Modell ist und das muss identifiziert werden. Ja, als wir das allererste Rad dann wirklich fertig hatten, das war wirklich wie eine kleine Geburt. Wir standen davor und haben uns gedacht, wow, was ist das für ein Teil? Es ist halt super, super leicht. Wir haben insgesamt 1,6 Kilo nochmal durch das Refinement rausgeholt und das aus einem Fahrrad, was an sich schon sehr, sehr leicht ist. Also Siegfried wiegt 8,6 Kilo, wir sind jetzt knapp bei 7 Kilo rausgekommen. Man merkt schon, wenn man das Fahrrad einfach in die Hand nimmt. Es schreit quasi geradezu danach, richtig durch den Straßenverkehr gescheucht zu werden. Da hat sich natürlich noch keiner getraut bis jetzt. Wir haben sehr viel nachpoliert, wir haben sehr viel CNC-Nachbearbeitung gemacht, wir haben Erleichterungsbohrungen gemacht, wir haben den Rahmen extrem verschliffen und das führt dann letztendlich dazu, dass halt da Unmengen an Handarbeit eingeflossen sind, um im Prinzip das Modell so dastehen zu lassen, wie es jetzt dasteht und auch so leicht, wie es jetzt dasteht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also es war viele Stunden harte Arbeit und auch viel Überlegen und Planen. Vieles ist nicht offensichtlich. Aber ein Blick in die Details eröffnet eine große Menge. Das ist halt wirklich das Schönste eigentlich. Ich glaube, man kann vor dem Rad auch sehr, sehr lange sitzen einfach und draufschauen und sich freuen, wie viele Details dort verfeinert worden sind. Also ich glaube, das ist fast das Schönste.